Servus, mein Name ist Florian von Nachhaltig Grün und in meinem heutigen Video geht es um die Thematik Schlitze. Was ist ein Schlitze? Rasenschlitzen beinhaltet welche Aufgaben, Funktionen, Vorteile, Nachteile? Was ist ein Schlitze? Hier steht so ein typischer Rasenschlitze für den Hausgebrauch. Das Produkt nennt sich Agrifab 45-0365. Luftsprudler. Das ist was man sich nur schlecht merken kann, ich zumindest. Das Gerät ist ganz einfach in der Handhabung. Ihr seht es jetzt hier unten, sind diese Messer verbaut, die sich ganz einfach mitdrehen. Hier wäre ein Manko, das einzige Manko, was ich hier jetzt an dem Gerät oder eines der Mankos, die ich anzugreifen habe, ist dieser breite Abstand. Wobei es so sich am besten durch den Boden ziehen lässt und bewegen lässt. Man kann den Abstand auch verringern, allerdings wird es dann ein bisschen schwerer und insofern passt es schon so, wie es jetzt ist. Das Ding finde ich deswegen so cool, es kostet nur 120 Euro, in Anführungszeichen. Nachteilig bei dem Teil ist definitiv der Griff, äußerst wackelig und instabil. Aber der Gesamtpreis ist bei 120 Euro, ihr könnt hier drauf noch Gewicht legen, wodurch ihr ein bisschen tiefer in den Boden reinkommt. Pflastersteine habe ich mir jetzt gekauft für 1,20 Euro. Acht Stück. Kein Geld sozusagen als Zusatzgewicht, ein Gurt für 2,50 Euro. Dann bist du schon bei 125, 126 Euro. Und wenn du jetzt jemanden kennst, einen Schlosser oder sonst was, der dir einfach ein Rohr nimmt und zweimal biegt, unten jeweils zwei Löcher pro Seite dran, zahlst, sagen wir mal, maximal nochmal 50 Euro obendrauf, was eh schon sehr viel Geld ist. Du bist beim Gesamtpreis bei 180 Euro und hast ein perfektes Gerät für den Hausgarten, was definitiv interessant ist, weil ich finde, dass die aktuellen Gerätschaften, die es am Markt zu kaufen gibt, für den Hausrasengebrauch einfach teuer ist. Ich finde, Greenkeeping muss bezahlbar sein und für jedermann im Hausgarten. Die Gerätschaften, mit denen wir am Golfplatz, am Sportplatz oder in der allgemeinen Sportplatzpflege pflegen, sind auch aus Stahl, gut teilweise verzinkt oder einfach lackiert. Die rosten auch mal, aber die halten trotzdem 20, 30 Jahre. Diesen Schlitzer habe ich einem Kunden vor x Jahren empfohlen. Ich glaube, der ist jetzt, ich will nicht lügen, ich glaube 3 Jahre alt. Als ich angefangen habe, Düngerpläne für Kunden zu schreiben, seit am Beginn stehen Schlitzer für mich in den Pflegeplänen. Das ist praktisch so ein kleines Nähkästchen, aus dem ich jetzt plaudere. Schlitzen ist ein cooles Ding und man sieht jetzt bei dem, er ist oft im Gebrauch, aber er geht auch nicht kaputt oder rostet oder verfällt jetzt. Muss man auch sagen. Insofern für den Preis ein gutes Gerät. Aktuell gibt es das auf einer Internetplattform. Ich habe mich mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt und er hat gesagt, wenn es mehrere Vorbestellungen gibt, dann hol das wieder oder wirf das wieder in den Verkauf. Ich selbst habe es mir jetzt auch vorbestellt, finde es auf jeden Fall ein cooles Teil und es ist vor allem erschwinglich und kann man jederzeit wieder verkaufen, wenn es gerade wäre. Welche Aufgaben hat ein Schlitzer? Ganz wichtiger Punkt, ein Schlitzer ritzt die Oberfläche an. Ganz einfache Sache. Der Schlitzer ritzt die Oberfläche an und führt zu wenig Oberflächenbeschädigung. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel an einem Golfgrün arbeitet, da gibt es ja verschiedene unterschiedlichste Maschinen und Geräte zum Schlitzen eines Grüns. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass man die Oberfläche so wenig wie möglich beschädigt, weil danach der Golfball natürlich optimal wieder rollen soll. Er soll nicht springen und nichtsdestotrotz ist es dann eben eine coole Sache, wenn man Bodenbelüftung vornimmt, aber die Grasnarbe die Oberfläche nicht besonders stört oder schädigt, wodurch der Ball danach gleich wieder ganz gut rollen kann oder man einfach ganz gut putten kann. Das ist ja auch keine Idee, die man sich einfach so aus den Köpfen gegriffen hat, sondern man hat früher im Greenkeeping schon immer geschlitzt, speziell in England oder Schottland. Dann kamen natürlich weitaus modernere Geräte und dann hat man die Schlitze so ein bisschen vergessen. Aber mittlerweile gibt es ganz gute Hersteller. Einerseits GreenTech, das Produkt nennt sich AeroQuick, finde ich ein geiles Gerät, speziell ist für einen Golfplatz geeignet. Dann gibt es die Firma Sizes.
Das Produkt nennt sich Multislit und 1500 wäre 1,50 Meter Arbeitsbreite. Den hatte ich mir damals kaufen lassen. Preis vom Sizes waren damals 7500 netto. Ich schätze mal, der ist jetzt bei 8 oder 8,5. Der AeroQuick von GreenTech ist 1000 Euro günstiger damals gewesen. Muss man mal die Preise abklären, die weiß ich jetzt nicht auswendig. Der GreenTech hat den Vorteil, dass er die Mittelwalze kann man tauschen, dann kann man ihn auch auf Fairways einsetzen. Hingegen hat leider der GreenTech hinten eine komplette Walze, ein ganzes Stück, was bei ondulierten Grüns oder starken Shapings eher zu Nachteilen führt. Deswegen habe ich mich für den Sizes Multislit 1500 entschieden, weil der im Nachlauf kleine einzelne Rollen hat, Walzen hat, die unterschiedlich auch sich anpassen gegenüber Ondulationen und auch seitlich noch mitarbeiten. Deswegen war das Gerät für mich weitaus interessanter. Ansonsten gäbe es noch den Toro Sun Pro Spiker. Das ist ein Spiker, der arbeitet nur in den ersten 2, 3, vielleicht 4 Zentimetern. Ist ganz gut, um die Filzschicht anzuritzen. Der AeroQuick von GreenTech und der Multislit 1500 kann in einer Tiefe von maximal 15 cm arbeiten, was ganz interessant ist. Und ihr könnt mit diesen Geräten, speziell jetzt am Golfplatz, mehrmals 5, 6, 7, 8 Mal über die Grüns fahren. Wenn wir jetzt im Hausgebrauch, zurück zum Hausgebrauch, ich möchte euch nur kurz erklären, woher das Ganze kommt, dass das nicht eine freie Erfindung ist, sondern dass es das in der Praxis, in der gängigen Praxis, in der Sportrasenpflege natürlich schon gibt. Das Gerät geht auch in eine Tiefe von 3 bis 4 cm. Aber welche Vorteile hat eigentlich dieses Rasenschlitzen? Möchte ich euch ganz kurz zeigen. Die Vorteile vom Rasenschlitzen anhand des Papiers. Das Papier ist unser Boden. Das Messer ist jetzt das Schlitzwerkzeug. Der Griff ist die Oberflächenschädigung, die das vornimmt. Jetzt sieht man, der Schlitzer greift hier ein in den Boden, macht eine Bewegung von hier rüber. Fast das komplette Blatt bearbeitet der. Und auf der Oberfläche, also hier die Griffkante, Das ist die Bewegung, die es auf der Oberfläche macht. Das heißt, wir haben auf der Oberfläche fast keine Störung, aber im Boden eine massive Bodenbearbeitung. Und das macht das Schlitzen für mich so interessant. Wir haben sozusagen, ritzen wir den Rasenfilz an. Was ist Rasenfilz? Rasenfilz ist in den ersten Zentimetern die tote organische Masse, die anfällt durch abgestorbene Gräser, durch abgestorbene Wurzeln, durch Schnittgut, das liegen bleibt nach dem Mähen. Deswegen, wenn man einen Rasenmäherroboter hat und nebenbei noch düngt und das Schnittgut nicht absammelt, dann ist natürlich Schlitzen ein Pflegetipp, den ich euch nur ans Herz legen kann. Ihr ritzt also die Grasnarbe an und das führt dazu, dass Luft in den Boden leichter eindringen kann. Wenn wir ausreichend Bodenluft vorhanden haben, dann nimmt das Wurzelwachstum massiv zu. Das heißt, die Durchwurzelung in den ersten Zentimetern wird besser, die Scherfestigkeit wird dabei erhöht und der Gashaushalt wird vorgenommen. Das heißt, Gase oder Gase im Boden können austreten und Luft, Sauerstoff kann in den Boden eindringen, was natürlich dazu dann wieder führt, dass tote organische Masse wie Rasenfilz von den Mikroorganismen werden aktiviert und von Mikroorganismen leichter umgesetzt und zersetzt wird, was dann wieder aus totem organischem Material pflanzenverfügbare Nährstoffe macht. Ein riesen Faktor, ein riesen Pluspunkt. Des Weiteren ist es so, dass wenn wir heute schlitzen gehen und es morgen regnet, dass das Wasser in tiefere Bodenschichten eindringen kann. Angenommen, wir haben 10 Liter Niederschlag auf einem normalen Boden, der nicht hydrophob ist, dann kann man davon ausgehen, dass ungefähr 1,5 cm, vielleicht auch 2 cm tiefes Wasser kommt, wenn überhaupt. Wenn ich aber davor schlitze, wie mit dem Agrifab beispielsweise, dann kann ich natürlich das Wasser in tiefere Bodenschichten bringen und das schneller, ohne einen Wetting Agent einsetzen zu müssen. Das heißt, es hilft jetzt nicht gegen Hydrophobie, aber bevor ich das bekomme oder bevor ich eine Austrocknung des Bodens habe, kann ich schlitzen. Danach gibt es einen natürlichen Niederschlag und das Wasser kann in tiefere Bodenschichten eindringen. Des Weiteren ist es auch so, dass wenn ihr schlitzt und danach düngt und es kommt Regen, dass sich der Dünger löst auf der Oberfläche. Das kann man nicht verändern oder beschleunigen mit einem Schlitzer, aber die Nährstofflösung bleibt nicht auf der Oberfläche oder sickert nicht nur langsam ab, sondern verteilt sich auch viel schneller und viel besser im Boden. Deswegen ist Rasenschlitzen meines Erachtens auch in der Hauspflege ein wahnsinnig interessanter Punkt.
der nicht zu verachten ist. Dieser Schlitzer arbeitet jetzt nur in den ersten 2, 3, 4 Zentimetern. Wenn man ganz viel Gewicht drauf packt, geht er auch noch ein bisschen tiefer. Was auch ein Faktor ist, ist natürlich bei der Nachsaat. Wenn ihr nachsät, geht ihr davor schlitzen, am besten in verschiedene Richtungen. Das heißt, ihr geht jetzt heute gerade oder am gleichen Tag schräg nochmal, dann sät ihr nach. Da sind ganz viele Löcher, die vielleicht auf der Oberfläche wieder zu sind, aber im Boden befinden sich Luftporen, Luftschlitze, in die dann eure Rasengräser weitaus besser und schneller wachsen können und sich die Durchwurzelung schneller etabliert. Und Wasser kann schneller eindringen, in tiefere Bodenschichten gehen. Und ihr könnt dabei eine Beregnung beispielsweise einsparen. Ja, das war jetzt relativ viel Input in relativ kurzer Zeit. Ich wollte mich kurz halten, knapp halten. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen des Videos, über einen netten Kommentar und natürlich Kanal abonnieren nicht vergessen. Ich gehe jetzt noch mal kurz schlitzen, zeige das in der Praxis. So, jetzt steht ja da der Schlitzer und ich auch. Ich bin ehrlich gesagt schon langsam etwas müde. Aber gut, so soll es nicht ein Problem sein. Schaut jetzt natürlich mega unsexy aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Schaut mega unsexy aus, aber es funktioniert. Und da muss man sich halt jetzt überlegen, will man den Luxus und ein teureres Gerät mit einkaufen, was halt schon das Gewicht mit sich bringt. Oder man spart Geld und nutzt ein paar Pflastersteine für 1,25 Euro, um genau zu sein. Schaut uncool aus, gebe ich ganz ehrlich zu, aber funktioniert. Und dann müsst ihr es nur nachziehen. That's it. Total einfach. Das mache ich jetzt mal. Man sieht auf der Oberfläche vom Drüberlaufen nicht so viel. Das hat den Vorteil, weil wir eben die Grasnarbe nicht schädigen. Ja, ich nehme euch mal mit. Ich werde jetzt die Kamera umbauen, dass ihr das auch ein bisschen sehen könnt. Mega einfach im Handling, weil ich bestimmt gefragt werde, was mein Favorit an Schlitzern ist, für den Hausgebrauch oder für den Sportplatzgebrauch, falls jemand ein paar tausend Euro auf der Seite haben sollte oder ein paar mehr tausend Euro. Mein Favorit für den Hausgebrauch ist definitiv der Sizes Autoslit. So nennt sich das Produkt. Das ist ein handgeführter Schlitzer mit einem Honda GX 160 Motor, glaube ich, drauf. Gute Maschine. Hinten eine Heckwalze, vorne mit dem Rad angetrieben, kann in einer Tiefe von 15 cm arbeiten, kann aber auch höher liegend arbeiten. Also das Teil, wenn ich hätte, das wäre absolut genial. Das wäre Wahnsinn. Wenn ich es abfilmen könnte, würde ich es tun. Ich denke nicht, dass man mir das leid für einen Film. Aber Grüße gehen raus an Andreas Kraus, den Rasenfreak oder alle anderen deutschen YouTubern, die weitaus größer sind als ich. Ich könnte mir vorstellen, das wäre ein Gerät, was man euch zur Verfügung stellen würde. Insofern, da könntet ihr mal richtig guten Content verbreiten. Sizes Autoslit, geiles Gerät. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.